So, hallo Leute und willkommen zurück. Immer noch in 60 FPS. Wie gesagt, ich weiß leider noch nicht, was ihr dazu sagt. Da die Parts noch ein bisschen dauern. Wir gucken uns mal unsere Sets allgemein an. 28, 28. Ich glaube, die haben wir beim letzten Mal geguckt, oder? Aber mich würde das interessieren. Der Bumerang, der ist hier nicht drin, ne? Den hatten wir ja schon zwei, dreimal gesehen, aber noch nicht einmal aufgesammelt. Naja. Wir werden jetzt Folgendes probieren. Und zwar werden wir jetzt probieren, ein Item zu unlocken, bzw. den letzten Boss zu finden. The Real Satan. Heißt das Real Satan? Oder Mega Satan heißt er, glaube ich. Dazu spiele ich mit Isaac und den D6, weil wir brauchen Engelräume. Wir brauchen sehr viele Engelräume. Und ja, Teufelräume müssen wir auslassen. Und wir brauchen natürlich auch kein Sin-Up oder kein Evil-Up, sondern Face-Up. Deshalb werde ich bestimmte Items, wie zum Beispiel kann diese... Wie heißt es jetzt? Diese Sicherheitsnadel da droppen. Ja, das bringt mir leider nichts. Ich glaube, hier kann auch wirklich nur das Item wieder bei rauskommen. Daher werde ich das hier jetzt erstmal nicht rerollen. Oder? Auf dieser Ebene sind sowieso zu wenig Räume, um Dings zu machen. Zwei Rewolves. Rewolves. Auf der Ebene kann leider eh noch nichts sein, von wegen Satan oder Engelraum. Außer man hat eine Joker-Karte. Die ich allerdings nicht habe. Aber wir dürfen halt, wie gesagt, nichts mitnehmen, was Evil oder Sin abgibt. Wir brauchen Face-Up, weil wir müssen die Engelräume finden und die Engel besiegen. Das ist schon besser. Das gibt Damage ab. Das war jetzt natürlich risikoreich, weil unter Umständen sich auf ein Item verzichten müssen. Ach, ich will... Ja, komm, ich nehme das Ding für den Bosskampf mit. Es war leicht unnötig und dann verschwende ich einen Recharge für das andere Item, aber... es war gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung, muss ich zugeben. Alter, geh doch weg. Ich hasse solche Gegner, wenn man noch kaum Schaden macht. Und dann schießen die auch noch und treffen mich, oder was? So. Da habe ich ihn getroffen und vergiftet. Genau das meine ich. Das ist natürlich sehr gut. Ja, lol. Wer chargt und schießt gleichzeitig. Schon ein kleiner unfairer Bastard, ey. Das Problem ist, er kann auch noch einen Brimstone schießen. Sowas. Und ich treffe ihn kaum. Das ist das andere Problem. So. Was hast du gemacht? Nein! Genau das wollte ich nicht. Evil up. Mehr Satanräume. Solange es nur der erste Raum ist, starte ich dann die Ones nochmal neu. Da bitte ich um Verzeihung, aber ich wusste jetzt nicht genau, dass das Ding Evil up gibt. Das war natürlich blöd. Obwohl wir eigentlich so ein gutes Item im Goldraum hatten, ist das dann doch recht ärgerlich. Ja, WTF, was ist denn hier los? Ist das jetzt die Strafe dafür, dass ich gedingst habe oder was? Ja, Alter, geil. Bekomme ich gleich die Superversion auf der ersten Ebene, ne? Was ist denn falsch? Weißt du, im letzten One die normale Version und jetzt die Superversion auf der ersten Ebene. Du kannst auch ruhig deine eigenen Spinnen kaputt schießen, da hatte ich vorher nichts gegen, danke. Du kannst auch allgemein aufhören zu schießen, das wäre auch cool. Nein, 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 nein. Aber irgendwie hält der nicht sonderlich viel aus, muss ich zugeben. Aber er macht natürlich gut Schaden. Judgment, das ist ein, so ein kleiner Händler. Den brauchen wir hier nicht, at the moment. So, das lasse ich erstmal liegen. Muss ich mir aber merken, dass es da ist. So, hier sind wahrscheinlich vier von diesen Fliegen. Nee, doch nicht. Doch, fünf. Und dann zwei von den grünen, blauen hier, die ich vorher nicht ganz gesehen habe. So, den Geheimraum haben wir gerade durch Zufall gefunden. Ich glaube, das gab Face-Up, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Oder was hast du gegeben? Ja, Face-Up, genau.
Das ist schon mal sehr gut. Das ist ein Trinket, was wir behalten können. Ich bin mir nicht sicher, ob das oder das Buch sogar mehr Face-Up gibt. Es gibt ja noch so ein Buch, was es gibt. Auf jeden Fall soll das Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, trotz. Was bist du? Du bist Kackbomben. Hatten wir auch noch nicht, ne? Muss ich mal mitnehmen. Auf jeden Fall gibt das Buch, wenn wir das, wenn, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann, wenn wir dieses Buch-Trinket haben, das FaceApp gibt, dieses schwarze Buch mit dem Bild drauf, dann können wir, obwohl wir Evil Up haben, immer noch Engelräume bekommen. Pin. Okay. So ein unnötiger Boss, weil er einfach nur ewig lange dauert. Wow. Ja. Also ich finde Pin nicht schwer, auch wenn ich manchmal seine Attacken reinrenne. Aber ich finde ihn hauptsächlich nervig, weil er natürlich sehr lange dauert, weil man ihn nicht immer treffen kann. Dann hat er auch noch recht viel AP, wie man gerade sieht. So, den V-Wool haben wir noch für das Item hier, wenn wir damit unzufrieden sind. So, komm. Aber ich glaube, mit unserem momentanen Stand würden wir auch so einen Engel nicht besiegen. Es gibt drei verschiedene Engelversionen. Eine haben wir ja schon gesehen, die normale, glaube ich. Warum auch immer, der ist auf einmal instant starb. Ja, den Spooner nehmen wir so mit. Speed up. Auch wenn es da bessere Items gäbe, ist natürlich das Risiko sehr groß, dass wir dann wieder ein Satan-Item bekommen. Oder was heißt Satan-Item? Ein Item bekommen, wodurch ein Isaac. Aua. Alter! Danke. Wie OP sind die Viecher, ey. Meine Fresse. So, ich sehe einen Stein mit einem X. Hier unten sehe ich jetzt keinen. Und hier oben sehe ich zwar einen Stein mit einer Bombe, aber kein X. Gut, gehen wir erstmal nach links weiter. Wow, gefährlich. Habe ich jetzt aber auch nichts großartig gesehen. Hier irgendwo was. Rechts von mir zumindest nicht. Also gucken wir jetzt gleich mal links. Natürlich wäre es jetzt geil, so schnell wie möglich den Goldraum zu finden. Aber wir hätten sowieso noch keinen Schlüssel, um überhaupt reinzugehen. Hier sehe ich auch keinen solchen Stein. Jetzt hätten wir einen Schlüssel, um da reinzugehen. Aber ich weiß natürlich nicht, wo er ist, leider. So. Hier ist er zum Beispiel nicht. Hier wäre der Boss, den wir auch eigentlich schon erledigen könnten zum Rewollen des Items. Ja, ist natürlich. Oh Gott, ey. Warum? WTF? Ja, schieß halt wieder. Warum können diese kleinen Dinger. Wer hat mich da jetzt getroffen? War das der Große? Ich dachte, der kann mich gar nicht treffen. Hört doch auf, Alter, ey. Die bewegen sich so mies. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie die sich bewegen, aber die be. Und die treffen mit jedem Schuss, ne? Die bewegen sich irgendwie zu dem Tastendruck, den man selbst macht. Wir gehen drauf. Auf dieser Ebene werden wir auf jeden Fall keinen Engelsraum oder so bekommen. Wir wurden hier beim Boss viel zu oft getroffen. Leider. Stirb, mein Freund. Stirb. Boah, könntest du jetzt bitte echt mal sterben? Danke. Das ist das Range-Up-Item. Das ist. Ne, Poison Touch ist rot. Speed and Range. Ja, gut. Ist auch dann sogar noch besser geworden. Wow. Hier müssen wir aufpassen. So, das Gold-Item. Nicht hier. Und leider schon wieder eine Ebene vertan ohne Satan, ohne Gold-Item. Ohne Dings, ne?
Ja, könnt ihr bitte einfach herkommen? Danke. Ach, komm doch einfach her, ey. Stirb halt an meinem Pups. Okay. So. Sterben, Leute, sterben. Komm her. Nochmal. Einmal noch durchrennen, bitte. Danke. Noch mehr Bomben. Das will ich nicht haben. Das hatten wir aber noch nicht. Darum nehme ich es mal kurz an mich. Damit es auch in der Itemliste drin ist. Aber es könnte sein, dass wir nicht mehr genug Räume haben, um den zu rewoolen. Das könnte sehr gut sein, Leute. So, auf jeden Fall noch einen schönen Schlüssel. So, was hätten wir? Hier haben wir noch Räume. Zu viele Spinnen. Keine Möglichkeit, da auszuweichen. Das finde ich sehr schön. Hilfe. Danke. Nein, das wollen wir nicht mitnehmen. Bob's Brain. Hallo, mein Freund. Na, alles in Ordnung bei dir? Scheint so. Er kann Bomben beschwören wie eh und eh. Scheint das alles gut zu sein. So, einmal können wir noch wie wohl. Two of Spades. Schlüssel. Ja gut, verschwendet. Schade. So, hier war zwar ein Stein, aber das war's dann, glaube ich, auch. Waren wir hier schon? Ja. Wo war jetzt der Goldraum? Hier. Und wir bekommen... Okay. Antigravitationstränen. Interessant. Das war's dann jetzt hier, glaube ich, auch. Wir werden jetzt... noch unseren Freund füttern. Ich hoffe, 10 Münzen reichen. Tot. Ja, eigentlich wollte ich nur eine Karte mit in die nächste Ebene nehmen. Nehmen wir den Tod mit. Damit können wir einen Raum auf jeden Fall sehr schnell clearen. Wow, wow, wow. Ich vergesse diesen Raum immer. Ja, in den Arcade könnten wir auch noch gehen. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Antigravitationstränen machen, dass unsere Tränen erstmal eine Zeit lang auf einer Stelle einfach nur schweben. Wenn ich schieße. Und wenn ich loslasse die Schusstaste, fliegen sie auch alle gleichzeitig los. Auch ein recht interessantes Item. Antigravitationstränen hatten wir bereits mit Assassin. Dieser hat aber den Brimstone, weshalb das bei ihm ein bisschen anders aussah, muss man zugeben. So. Das ist natürlich auch sehr schön. Da hätten wir ein X. Und bekommen Schlüssel und eine Bombe. Das hat sich doch gelohnt. Den Stein kaputt zu sprengen, ist echt extrem, finde ich. Na, mein Freund. Man kann die Träne natürlich auch einfach in seinen Weg stellen. Alter, wenn er mir schon so viele Schlüssel reinschmeißt, ne? Wie wohl meine Items? Ich glaube, das will ich nicht, oder? Ich muss zugeben, ich finde unsere Items gerade gar nicht mal so schlecht. Und der würde auch, glaube ich, den die Six wie wohl. Auf jeden Fall hatten wir da nochmal so eine Energie. Also so eine Batterie. Die wir auch benutzen könnten. Hallo? Ihr solltet eigentlich nicht rauslaufen, ne? So. Was haben wir hier? Hatten wir den schon mal? Ich glaube aber nicht, dass der Evil abgibt, oder? Autotorwolfen, den hatten wir schon mal. Der ist aber auch gar nicht so schlecht, weil der schießt immer automatisch auf die Gegner, auf die er schießen kann. Ist also... genau genommen gar nicht mal so schlecht, der Typ. So. Warte, jetzt bei dir. Den Wipe Worm, den können wir auch mitnehmen. Nein, können wir nicht. Wir wollen das Face Up natürlich behalten. Wir sprengen uns die beiden Sachen frei.
So, jetzt wäre es interessant, natürlich einigermaßen schnell den Boss zu finden. Um unter Umständen sein Item zu wiewohlen. Wohl. Wir könnten natürlich auch in den Shop gehen. Wir haben genug Münzen. Was haben wir hier? Eine Pretty Fly. Das ist doch sehr schön. BFF. Ich glaube, damit wären Freunde stärker. Ich bin mir nur nicht sicher. Sollen wir es mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen es mit. Ja. Unsere Pretty Fly und unser Verbündeter wurden ein Stück größer, wie man vielleicht gesehen hat. Die dürften jetzt auch deutlich stärker sein. Ja, mein Gott, könntest du bitte... auch mal hoch machen, danke. Sea Stars, ich glaube Geheimraum war das oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Teleporter. Oh, vorsichtig. Okay, hätten wir das. Raum clear. Im Würfelraum hätten wir nochmal was zum komplett rewollen, hatte ich gesagt. Ne, da komme ich eh nicht dran. Ich habe keine Schlüssel mehr. Oh, hallo Pestilenz. Aua. Bullshit. Okay, Pestilenz lohnt sich nicht zu rewollen. Außer wenn wir, glaube ich, den Super Meat Ball lieber haben, anstatt den Sticky Ball da. Den Bandage Ball. Boah, Alter. Feuer! Ich finde das lustig. Ist recht cool, damit zu kämpfen, weil man kriegt auch einfach so einen Schutz, sag ich mal. Und dieses kleine Devil Baby passt halt auch auf uns auf, dass wir nicht so viel Schaden bekommen. Ist natürlich die Frage, ob wir mit diesem Set auch wirklich Isaac besiegen könnten. Aua, unnötig, mein Freund, unnötig. Ein Devil Deal. Die Devil Deals dürfen wir leider nicht annehmen. Weil das auch unsere Chance lindern würde. Es ist die Frage, wollen wir den mitnehmen oder Princess? Geld? Auch nicht unbedingt, aber wir haben ja nochmal einen Rewool. Mal gucken, was da sonst noch rauskommen kann. Wo portest du uns jetzt hin? Okay, zum Goldraum. Schade, hätten wir für die nächste Ebene aufsparen sollen. So, denn wir haben ja hier nochmal den. Hopp. Aber sollen wir uns jetzt weggespart auf jeden Fall. Hallo, du? So, die Sache ist natürlich, wenn jetzt da ein Evil-Up-Item rauskommt, bekomme ich Probleme. So, also nochmal. Okay, HP ab. HP ab ist jetzt nicht so schlecht. Können wir auch noch das hier mitnehmen. Und dann gehen wir auf die nächste Ebene. Wir haben natürlich ein Problem, wenn wir zu viele HP-Herzen haben, können wir keine Silber- bzw. Dingsherzen mehr aufsammeln. So, ich bin hier, ich habe den Tod und ich bin glücklich. So, ja, immer schön immer eine Tränen rein. Das ist auch voll in Ordnung, wenn ihr das machen wollt. Muss ich dazu zugeben. So, eigentlich brauche ich nur in diese Richtung zu schießen gerade. Die finden schon ihren Weg ins Glück. Muss mal so zu sagen. Ne, mein kleiner Freund. Guck mal hier. Ach komm. Was haben wir hier? Das war doppelt. Two of Space. Das war Schüssel, ne? Wenn ich so ein paar Schlüssel finde, wäre das natürlich echt Knorke. Oh oh. Ich hasse es, so eingeengt zu sein in solchen Räumen. Also, so sowas von keine Bewegungsfreiheit zu haben. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was haben wir hier? Leider nicht so wirklich wichtiges gerade. So, das war's mit dir, mein Freund. Dann gucken wir mal, was wir für dich tun können. Ich glaube, das da wäre schon mal eine Maßnahme. Ein rotes Herz, auch nicht schlecht. Brauchen wir aber gerade nicht. Hier wäre der Shop. Den wir auch nicht gebrauchen können momentan.
Ich hasse diese Arschkrampen, ey. So, mein Freund. Auch wenn sie nicht mehr wirklich schwer sind im Vergleich zu früher. Da wurde hier noch regelmäßig von ihnen getroffen. So, mein Vivol ist fast fertig. Also fast vollgeladen. So, einmal hier hinschießen, einmal da hinschießen. Haltet die Fresse und sterbt einfach. So, geht doch. So, auch ab. Aua, das war unnötig, mein kleiner Freund. Das war echt unnötig. So, wir könnten den Boss jetzt natürlich schon machen. Ist natürlich blöd ohne Goldraum, aber uns fehlt auch sowieso noch der Schlüssel für den Goldraum, was doppelt blöd ist. Was hätten wir hier? Da könnten wir theoretisch auch reingucken. Da sind auch oft gute Sachen drin. So. Wow. Also unser kleines Baby macht schon gut Schaden, wenn man sich das so anguckt. Hilfe. Einfach die ganze Zeit am Weinen, ey, überall Tränen platzieren. Judgment, das macht wieder so einen kleinen Bettler. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das bringt mir herzlich wenig. Ich brauche jetzt nämlich hauptsächlich ein Herz. Du könntest jetzt auch gern den da abballern, mein kleines Baby. Ein Herz habe ich schon. Einen Schlüssel brauche ich. Ich krieg verdammt nochmal keinen Schlüssel, ist das Problem. Ach, ich hasse diese Viecher, ne? So, auch kein Schlüssel. Ja, was soll ich denn machen ohne Schlüssel? Ich hasse sowas. Kann man das Spiel nicht so programmieren, dass pro Ebene mindestens ein Schlüssel droppt, damit man überhaupt irgendeine Chance hat, in so einen Raum reinzukommen, wenn man auf die Ebene ohne Schlüssel kommt? Ja, geil. Hat sich gerade richtig gelohnt. Komm, gib mir wenigstens Schlüssel als Drop. Nein, gib mir gar nichts als Drop. Hat sich richtig gelohnt, da reinzugehen. Ja, können wir hier auf dieser Ebene leider nichts mehr machen. Doch, wir könnten hier rüber. Die Hoffnung, dass da noch ein Schlüssel drin ist. Nein, nur Geld und Dings. Kein Schlüssel für uns. Darin können keine Schlüssel sein. Und wir haben als Boss Mega Fetti. Und wir haben Rainbow Kacke. Wir können uns also auch nochmal voll laden, wenn wir wollen. Interessant, dass er auch meine Tränen aufsaugt. Muss man dazugeben. Finde ich zumindest interessant. Boah, Alter, ist doch gut, ey. Ekelhafter Fettsack, ey. Wow. Ich hasse seine Sprünge, weil die immer so plötzlich kommen. Das meinte ich damit. So, mein mega Fettig. Guck mal hier. Und noch mehr für dich. Wow, vorsichtig. Keine Ahnung, was das gemacht hat. Das ist aber nicht so schlecht. Speed und Damage. Also die ganzen Dinger sind sowieso nicht so schlecht. Ja, können wir leider nicht mehr machen, ne? Goldraum müssen wir auslassen. Wir haben keine Schlüssel. Shop können wir auch nicht. Das Einzige, was ich mitnehmen kann, wäre die Judgment-Karte. Ich glaube, die würde sich mehr lohnen als Tod. Um dann wenigstens überhaupt ein Item wieder rauszubekommen. Wo war die? War die hier? Jetzt haben wir zwei Schlüssel. Ach, wenn man keine Schlüssel hat, dann macht er zwei raus, oder wie? Okay, das wusste ich nicht. Zum Glück habe ich die gerade noch eingesetzt. Jetzt können wir nämlich doch noch da rein. Oh Gott, das Unicorn-Item natürlich. Oh, die ist gut. Sollen wir die mitnehmen? Ja komm, ich glaube, die nehmen wir mit. Scheiß drauf auf den D6 jetzt. Aber die ist wirklich gut. Also die macht wirklich sau viel Schaden an Gegnern. Vor allem Bosse können wir damit jetzt sehr schnell und leicht besiegen. Aber wir hatten leider keinen Devil- oder Engelsraum wieder, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, denn wir brauchen unbedingt welche. Wir haben nicht mehr so viele Räume. Curse of Blind, das heißt, wir sehen unsere Items nicht, die wir bekommen würden. Das ist natürlich suboptimal, wenn man sowas versucht wie ich. So. Ach Gott, ihr lebt ja noch.
Der hat aber extrem wenig Range, muss ich zugeben. Unser Freund, ne? So. Ja, ihr seid sowieso recht geil, weil ihr jetzt sowieso die ganze Zeit immer in die Tränen reinrennt. Lalala. So, meins. Und hier drin haben wir HP ab. Okay. Das geht ja noch. So, Moment. So, hier so ein paar Tränen stapeln. Oder sammeln, besser gesagt. Nicht stapeln. So. Ja, Curse of Blind ist natürlich richtig mies. Aber geht ja noch. Geht ja noch. So, hallo ihr fiesen Fettsäcke. Ich glaube, die Schere habe ich auch in irgendeinem One... Habe ich die gezeigt? Ich glaube, in einem der Ones, wo ich Dings gemacht habe, oder? Die Zecke ist auch interessant, nur können wir die leider nicht mehr ablegen. Wo ich The Lost freigespielt habe. Den wir bis jetzt immer noch nicht gespielt haben. Den wir wahrscheinlich auch erstmal eine ganze Zeit lang nicht spielen werden. Weil er hat den Nachteil, er fängt wirklich ohne Herzen an und kann, soweit ich weiß, keine Herzen bekommen. Was ihn dann natürlich schon recht schwierig macht. Ein Bettler einfach so. Den würde ich mir zumindest gern freisprengen. So. Dann noch ein paar Münzen gern vorher aufsammeln. Aua. Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass ich von diesem Noob zweimal getroffen werde, ey. Was haben wir hier? Hermit. Teleport zum Shop bringt mir herzlich wenig außer Schaden gerade. Wo bin ich denn jetzt? Scheiße. Ja komm, was soll ich denn machen? Ich kann nicht mal ausweichen. Ich bin am Arsch der Welt, ey. Kann doch nicht wahr sein. Boah, lasst mich doch weg, Alter, ey. Manchmal frage ich mich echt, was soll ich denn machen? Komm schon. Ja, beweg dich doch einfach zu mir, mein Freund. Was war denn das gerade? Waren das die Türen? Okay. Aua. Okay, auch auf dieser Ebene können wir wahrscheinlich auf einen Satans- bzw. Engelsraum verzichten. Das wird hier wahrscheinlich auch nichts. Ich sehe hier gerade keinen Stein, der Items enthalten könnte. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Das wird höchstwahrscheinlich nichts. Das nervt manchmal so sehr. Wo auch immer der gerade hinchargte die ganze Zeit. Oder zu wem. Ich sag's mal lieber so. Hallo, mein Freund. Auch kein springbarer Stein. Ach, hier haben wir noch Geister. Ja, die werden jetzt ganz lustig zu treffen, muss ich zugeben. So. Jo, da treffe ich dich auch. Links von mir spawnt ist dann natürlich auch geil, wenn ich die ganze Zeit rechts vor mir hinschieße. Gut, kaputt. Hier oben hatten wir noch das andere Dings, genau, Judgment. Ja gut, der Boss muss ja dann da unten irgendwo sein, ich sag's mal so. Hier sehe ich aber auch noch was Schönes. So, wo ist denn jetzt der Typ hier gewesen? Hier. Komm, nehmen wir mal mein ganzes Geld. Und er gibt mir einen Dinner. Was ich doch sehr nett finde. Ja gut, gehen wir weiter. Hier hält uns ja nichts mehr. Wir haben keine volle AP, wir können deshalb da nicht reingucken. 3 Münzen würden irgendein Item im Shop kosten. Wir haben keine 3 Münzen mehr. Leider.
Leder, Leder, Leder. So. Alles kaputt, bitte. Okay. Zu unserem Freund Monstro 2. Würdest du dich bitte um ihn kümmern? Ihr seht den Schaden oder so, das ist halt recht praktisch. Den er macht, unser kleiner Freund hier. Ja, war ja klar, kein Engelsraum leider. Range Up bringt uns leider auch nicht ganz so viel, wir können weitergehen. Es wird wahrscheinlich nichts mehr, wenn ich das so richtig sehe. Denn wir müssten, wie gesagt, zweimal den Engel besiegen, um einen vollständigen Schlüssel zu bekommen und auch um ein bestimmtes Item freizuschalten. Danke für den Treffer. So, ja, wenn wir den Schlüssel vollständig haben, bekommen wir als Item Daddy's Key. Das brauchen wir auch noch für eine Challenge, damit wir eine Challenge spielen können. Ja, danke. Genau das hatte ich gebraucht, mein Freund. Immerhin kriegen die Schaden, wenn sie meine Tränen reinrennen, was ich sehr interessant finde. So. Ja, dieser Raum bringt mir natürlich wie immer mal nicht so wirklich viel. Also gucken wir gleich weiter. Ja, der will HP. Natürlich hauen sie genau dann ab, wenn ich die Tränen loslasse, ne? Diese schreienden Babys. So, komm mal her. Ach komm. Natürlich, genau unter mir. Da ist der Shop. Ich will aber erstmal zum Goldraum. Wie gesagt, mit dem Body machen wir natürlich sehr schön und sehr viel Schaden. Okay, Last sollte kein Problem sein, weil sie uns nur hinterherläuft. Sprich, sie läuft sowieso nur in unsere Tränen. Hier haben wir noch eine der schlechtesten Pillen, die wir hätten bekommen können zu unserem Zeitpunkt. Da sie all unsere Herzen gedroppt hat und uns nur sehr wenig wiedergegeben hat. Was Herzen angeht. So. Hallo, mein Freund. Das heißt, wir haben jetzt 3 Verlust, obwohl wir vorhin voll waren. Hallöchen. Hier gibt es kein Dings, ne? Stein zum Sprengen. Also ich sehe zumindest keinen. So. New. Alles kaputt. Das hier ist jetzt sowieso sehr ekelhaft. Weil das Geld natürlich sehr schön auf die Stacheln verläuft. Aber was hätten wir hier? Ein total unfairen Raum. Okay. Das Unfairste habe ich schon besiegt. Das andere wurde von meinem Begleiter glücklicherweise getötet. So, gehen wir hier lang. Ich hasse diese Hound-Dinger, ne? Also mein Begleiter mag ich aber. Der hilft manchmal echt schon wirklich sehr. Keine Ahnung, was du warst. Attackfly, okay. Das ist, glaube ich, die Fliege, die um einen rumschwirrt, die auch am meisten Schaden macht. Sie fängt aber, soweit ich weiß, halt keine Kugeln ab. Einfach überall hinschießen. Irgendwie trifft man ihn schon. So, mach bitte weg. Level Juniors. Das ist auch natürlich sehr interessant. Vor allem, da er nicht sonderlich stark ist, aber er kann schießen, interessanterweise. So, Moment. Das Feuer ausmachen hier. So, und dann jetzt hier alles so vollsetzen. So, hier nochmal so. Und hier nochmal. Okay. Stage clear. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Komm mal her, du willst es doch auch. Ja, genau. Ja, genau. Ihr wollt es doch auch. So, nochmal ein HP ab und... Oh, wir sind schon bei Mutter. Ups, das wollte ich nicht einsetzen. Das war, glaube ich, ein Fehler, das einzusetzen. Ich weiß nicht, ob Mutter den kaputt treten kann.
Okay, das wär's damit gewesen. Wir kriegen schon wieder ein Devil Wound. Warum? Ach, wir können sogar fliegen ohne Kopf. Das ist auch cool. Wir nehmen das Polaroid. Wir gehen nach Isaac. Auch wenn das, glaube ich, eher dumm war, muss ich zugeben. Wir bekommen nochmal ein Dinner. Mehr Damage, mehr Böse. Die Sache ist jetzt die. Ich bezweifle, dass wir jetzt noch leider diesen Engel-Scheiß fertig bekommen. Darum versuche ich jetzt den One zu gewinnen. Und da brauchen wir die beiden Sachen. Da brauchen wir sie einfach. Weil wir brauchen den Damage noch. Also Mams Herz versuche ich jetzt noch zu vernichten und so. Ich meine, der Schaden von uns ist sowieso nicht der schlechteste. Aber jetzt durch die Dings natürlich in Kombination ist das schon sehr gut. Hallo, mein kleiner Freund. Oh Gott, ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich sehr. Komm zu mir. Komm, du willst es doch auch. So. Auch da unter oben möchte ich gerade nicht reingucken. Das könnten wir machen, aber wir haben auch nur zwei. Ja, aber wir müssen das mehr oder weniger sogar machen. So viel mehr gibt es auf dieser Ebene ja leider nicht. Ja gut, haben wir jetzt nochmal ordentlich Geld rausbekommen. Das war knapp, mein Freund. Danke, Techfly. Nochmal ein Schlüssel. Auf jeden Fall kriegen wir sehr viele Herzen. Was mir nur gerade herzlich wenig bringt. Oh, meine Güte, ey. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Sie treffen immer... Oh, Double Trouble Boss. Okay. Warte, ich kann mich eigentlich um den kümmern. Oder mein kleiner Freund kümmert sich einfach um den. So, nochmal ein HP ab. Das Satanraum haben wir leider nicht bekommen. Ja gut, wir haben auch noch Face Up gleichzeitig, ne? Das ist natürlich so eine Sache. Hilfe. Wir könnten natürlich jetzt auch einfach schon weitergehen. Ich glaube, es wird hier nicht mehr so viel zu finden sein, oder? Na, ich glaube, auf diesen Ebenen gibt es im Endeffekt eh kaum noch was. Also gehen wir weiter. Geheimräume suche ich gar nicht erst. Denn was Items angeht, bin ich allgemein sehr rar gesät. Lackup haben wir keins bekommen, ne? Nee. Da ist also die Frage, ob sich der Kate überhaupt lohnt. So, mein Freund. Ja, natürlich. Natürlich triffst du mich, mein Freund. So, alle down. Das finde ich sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall mehr Herzen, muss ich zugeben. Also vielleicht lohnt sich der Arcade Head doch noch. Auch wenn es relativ schwierig wird, da zu gewinnen, muss man zugeben. Geh doch einfach weg, du Kleine. Was zur Hölle hat mich denn... Mein Gott, es war doch nur noch einer. Ja, das ist doch jetzt wieder... Weißt du, und dann liegt ja auch noch rote Kacke, wo ich eh nicht dran vorbeikomme. Hallo, magst du mal schießen, mein kleiner Teufel? Nein? Finde ich sehr gut, dass du nicht schießen möchtest. Sonst könnten wir sie ja noch treffen und vernichten. Boah, stirb doch! Ich treffe da alles, bis auf das dumme Auge, was mir schädigen kann, ne? Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch in den Arcade. So, komm hier, du. Geld ist schön. Ja, das waren auch nochmal 10 Münzen. 12 Münzen rausbekommen. Und obwohl wir, glaube ich, mit 14 Uhr hingegangen sind, genau das will ich haben. Und Pretty Flies wäre natürlich auch nicht schlecht. Pretty Flies wäre natürlich auch nicht schlecht. So, einmal den. Das ist ein unbekannter Effekt. Das ist sehr schön gewesen. Genau diesen Effekt habe ich mir gewünscht. Diese Maschine da rechts müssen wir sowieso auch nochmal, also diese Blutstabilitätsmaschine, müssen wir auch noch sehr oft verwenden. Weil wir dadurch auch noch ein Item freischalten können. Hellstone, ja, genau das, was ich wollte. Oh, das ist sehr schön.
Gleich 10 Münzen auf einmal. Interessant, dass da ein Herz wieder rauskam. Also kann ich noch einmal gegen, ne? Denn wir haben ja hier mehr oder weniger noch ein paar Herzen. So. Wie gesagt, ich glaube, wenn man 40 Mal dagegen rennt oder so, dann kriegt man noch ein neues Item und zwar den Bloodbag, der da dann rausdroppen kann. Und dieser gibt einen halt 1 HP ab, soweit ich weiß. So. Auf jeden Fall 2 Silberherzen schon mal nicht das Schlechteste. Health Down Pille schon wieder. Eine Trollbombe, die zum Glück schön weit wegflog. Heads up. Okay, das ist doch sehr gut. Haben wir jetzt wenigstens keine Verluste im Endeffekt. Oh, und die Pretty Fly, das ist auch sehr gut. Vor allem, weil wir ja BFF haben. Das heißt, die sind größer. Unsere kleinen Freunde. So, die springen wir auf jeden Fall mal weg. Das mochte der wohl anscheinend nicht so sehr. Jetzt können wir auf jeden Fall auch... Ich lasse die anderen beiden Automaten jetzt mal stehen. Wir könnten jetzt auf jeden Fall alles öffnen. Alter, was soll denn der Bullshit die ganze Zeit? So. Ja. Schüssel ist jetzt aber eigentlich so das Uninteressanteste, was wir bekommen können. Mitunter, muss ich zugeben. Das Uninteressanteste. So, kaputt. Und kaputt. So, mein Freund, wo bist du? Damit meine ich jetzt den Boss. Ist hier irgendwie so ein Stein? So ein schöner? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die sind deutlicher gekannt. Hier, die Steine, finde ich, die tanzen voll außer Reihe. Hier, der, wo ich jetzt genau drunter stehe. Ich finde, der tanzt voll außer Reihe. Hat aber meines Erachtens nach kein X. Ich kann einfach mal just for fun hier was reinlegen. So, oh ja, das ist auch ein geiler Raum. Also, wenn man Herzen verlieren möchte. Genau so. Joker, Devil Room. Wir sind auf Mutters Ebene, bringt uns also eigentlich gar nichts, außer Mutters Herz zu überspringen. Aber wir haben das Polaroid genommen, das heißt, wir müssen sowieso noch Isaac. Das war natürlich geplant. Da gerade voll Karacho reinzurennen. So. Ach komm, wo ist denn der Boss, ey? Immer wieder der gleiche Mist hier. So. Aber die fahren, glaube ich, auch nicht mehr ganz so blind entlang wie früher, ne? Die gehen, glaube ich, auch deutlich gezielter auf einen los. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Ja, rein die Gehirne durch den ganzen Raum. So, komm her. Ich will dich doch nur töten. Ich bin dein Freund, ich möchte dich töten. Klingt das so unglaubwürdig? Nein. Er hat es geschafft zu entschlüpfen. Ja, wir könnten uns jetzt natürlich zum Satanraum teleportieren, aber wie gesagt, es bringt uns nichts. Und hier werden wir hundertprozentig auch ein Herz verlieren. Ich kenne diesen Raum. Gut, wir hätten Herz verloren, wenn wir keine Pretty Fly gehabt hätten. Wow. Ja, es hat mich wieder getroffen, obwohl es gar nicht mehr da war. Ich liebe diesen Bug. So, Mutters Herz. Oder Atlas bist du ja mittlerweile. Ja, du darfst dich gern bewegen, Körper. Ja, ich mag das auch. Hier. So, hätten wir die Scheiße. Gehen wir nochmal zum Arcade? Nee. Gehen wir zu Isaac hoch. So, Joker.
Hi Krampus. Interessant, dich bei Isaac zu finden. Ist das irgendwie so eine genauere Botschaft oder so? Ich weiß es nicht. Ja, die Tränen fliegen ganz schön komisch hier durch den Raum, weil ich sie auch gerade ganz schön komisch schieße, muss ich zugeben. So, aua. Krampus-Item oder Schere? Ich glaube, ich behalte lieber die Schere. Denn Isaac ist ja so ein stationärer Boss, der kann sich ja halt nicht vom Fleck bewegen. Ja, doch, kann er mittlerweile, muss man zugeben. Konnte beim normalen Isaac noch nicht. Wow, porte ich einfach neben mich. So, die Sache ist, ich brauche auch Herzen. Das wird sehr brutal ohne Herzen, muss ich zugeben. Ja, WTF! Ihr seid aber echt aufdringlich, muss ich zugeben. Das war Hell's Down oder so wahrscheinlich, ne? Telepilz. Gut, dass ich weiß, wo ich bin. Und gut, dass ich weiß, wo ich hin muss. Aber die Ebene scheint deutlich größer zu sein als erwartet. Ich hasse, wenn die sich so aufteilen, wenn die nicht auf eine Seite bleiben können. Und mich dann auch noch treffen. Das hasse ich natürlich am allermeisten. Alter, ist doch gut. Jetzt sterbe ich schon an Greed, ey. Mein Gott. Weißt du, jeder Arsch wird einfach in den Arrow Room teleportiert, der auch nicht mehr so gut sein soll, habe ich schon gehört, aber egal. Aber ich wurde bis jetzt noch nicht einmal in diesen verfickten Raum teleportiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das auf dieser Ebene überhaupt noch möglich ist, in den Arrow Room zu kommen. Ja, natürlich. Shophändler. Obwohl man die ja eigentlich noch besiegen könnte. Ja gut, ich bin gleich tot. Davon mal abgesehen. Ein Treffer und ich bin tot. Der Treffer wird wahrscheinlich hier stattfinden, genau. Ja gut, Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Binding of Isaac. Ciao.